The Evil Within. Ja, wir sind hier in dem riesen Areal, wo wir ein paar Sicherungen einsetzen müssen. Wo ich gar keinen Plan habe, einsetzen. Wo kann ich mich denn entscheiden, wo ich die einsetze? Ah, ja. Das ist ein tolles Rätsel. Ich kann die auch nicht drehen, oder was? Das ist aber blöd. Ich kann die nicht drehen? Na. Na. Ich glaube, das war gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das war richtig. Entschuldigung, ich habe schon wieder... Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Elektriker-Lehrling-Trophäe gerade bekommen. Lol. Sehe ich etwa aus wie ein Elektriker? Nein, du bist der Hausmeister, Basti. So, was haben wir hier? Was? Boah, bist du hässlich? Ja, nee, ist, wollte mich verarschen. So eine Kacke, was ist das denn? Uah, was ist das denn für ein Vieh? Uah. Uah, geh weg. Die sterben. So, probieren wir mal die Marken, haben wir gar keine Munition mehr. Oh nee, jetzt kommt das auch noch von oben. Das scheiß Vieh. Gibt's denn hier irgendwo Munition vielleicht? Irgendwie, lalalala. Lalalala. Oh ja, hier. Hat er fallen gelassen. Wie nett von ihm. Was ist das denn? Aua. Aua. Oh nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Lauf, 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 lauf. Wow, wow, wow. Ciao. Ciao. Irgendwie sehr merkwürdig gerade. Ich habe irgendwie nicht das so richtig das Gefühl, dass ich ihm Schaden zufüge. Weil ich habe gar nicht so dieses... Ah! Oh, toll. Na super. Meine Güte. Michelangelo. Wo ist denn die Flinte? Ah, hier. Da, toll. Einen Schuss haben wir davon bekommen. Ja, Halleluja. Aber dafür bekommen wir die ganze Zeit Pistolenmunition, was ich nicht verstehe. Warum? Warum kann ich denn keine andere haben? Warum bekomme ich denn keine Schrotflintenmunition? Wieso versteckt er sich die ganze Zeit? Müssen wir da was tun, vielleicht, wenn er da so rumliegt? Meine, nein, 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 nein. Oh, super, ganz toll. Wo ist er denn hin? Kann das sein, dass wir irgendwas tun müssen, wenn er da rumliegt? Oh, wir sind... Oh nein. Oh nein. Nimm die Spritze. Nimm die Spritze. Nimm die Spritze. Ciao. Weg da. Lad doch nach. Nein, 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 nein
Wir haben nichts. Warte mal eben, bleib mal eben dran. Warte mal, ja, genau. Wo ist er hin? Ja. Das hat gereicht. Natürlich nehmen wir wieder. Anscheinend irgendwie, glaube ich, zumindest gesehen zu haben, dass der noch nicht ganz tot ist. Weil der hat sich schon wieder so aufgelöst wie damals der Fetti. Das war mag nichts Gutes heißen. Und das heißt so viel wie, ja, wir werden ihn wiedersehen. Oh, ich könnte so kotzen. Darf ich denn nochmal zum Speicherpunkt jetzt vielleicht? Oder existiert der nicht mehr? Oder... Doch. Aber mit so wenig Muni jetzt hier zu speichern, außer ob das was bringen... Ich habe überhaupt nicht gespeichert, fällt mir gerade auf. Das sollte ich vielleicht jetzt mal tun. Ich werde jetzt mal die junge Dame ersetzen. Hast du etwas vergessen? Sie wissen schon, dass mich keiner ersetzen kann. So. Ja, dann werde ich mal schon. Ich habe nämlich ganz vergessen, so Speicherfilme gerade auf. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Also, mal ganz ehrlich. Ja, gut, jetzt haben wir gespeichert. Wir haben auch ihn erledigt. Das ist super. Ja. Wir haben schon wieder 19.000, habe ich richtig gesehen? 13.000, ja. Ja, ich muss nochmal auf den Stuhl. Ich muss nochmal eben schauen. So. Dann schauen wir doch mal. Wir haben... Was haben wir denn gesagt gehabt? Ich wollte... Das war gar nicht mal so schlecht gewesen mit dem... Die Sprintdauer war eigentlich schon mal gar nicht mehr so schlecht. Also die war schon gut gewesen. Den kritischen Schaden der Flinte, der ist echt schon Porno. Also da glaube ich brauche ich... Jetzt brauchen wir zwei Schüsse fast immer, ne? Oder? Oder ein? Ich glaube zwei. Da ist so gut wie alles erledigt. Da brauche ich nichts mehr. Voila. Ich glaube, wäre der doch den... kritischen Schaden der Flinte nochmal erhöhen. Ja. Das war's dann auch. Ja. Dann speichere ich doch nochmal. So. Auf geht's. Na. Halt speichern. Hallo. Na, nee. Ich weiß gar nicht, welches Kapitel sind wir eigentlich jetzt nochmal gewesen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir sind... Ah, Kapitel 14. Hintergedanke. Aber dieses Vieh war schon eklig, aber es war einfacher. Einfacher wie die anderen Bosskämpfe, definitiv. Gut, wir sind da jetzt natürlich auch schon sehr, sehr gut ausgerüstet, das muss man auch dazu sagen. So, la. Jetzt können wir wahrscheinlich kurbeln, ohne dass was aus der Wand ragt. Und siehe da, auf einmal geht von alleine... Was hat sich denn da geöffnet? Von alleine geht der Schalter nach oben und... Nein, wie gemein ist das denn? Da öffnet sich auf einmal so eine Geheimtür hier. Oh nein! Was kriegen wir denn hier? 500, 300, 300... Und eine Statue mit dem Schlüssel. Ich werde aber jetzt nicht nochmal in den Raum... Uah, aua! Okay. Nein, ich werde nicht in den Raum reingehen. Und ja, ich werde eine Spritze benutzen. Mann, Basti! Pass doch besser auf dich auf. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt haben wir keine Spritze mehr.
Ich bin schon wieder so ein Sparfuchs, was das Medikit angeht. Ja, also von so an. So. Auf und ab. Wahrscheinlich abwärts, wie immer. Oh nein. Entschuldigung. Ich frage mich, wo wir jetzt hinkommen werden. Elfter Stock. Weltraumforschung. Das Kapitel müsste auch so langsam mal zu Ende sein. Mit der U-Bahn. Obwohl, die U-Bahn haben wir ja noch gar nicht überquert. Stimmt ja. Das kommt ja auch noch. Da müssen wir ja auch mal so langsam hinkommen. So. Und da ist jede Menge HG wieder am Liegen. Nehmen wir doch mit. Da laden ein paar Texturen nach. Und wir müssen... Oh! Was? Wieso bekommen wir denn jetzt auf einmal so viele Schlüssel? Vorher sind die voll versteckt und jetzt liegen die mitten auf dem Weg. Wollt ihr mich damit verarschen? Wollt ihr jetzt sagen, ja guck mal hier, du Affe. Guck mal, du passt ja gar nicht auf. So, da ist übrigens die hängende U-Bahn. Ah, Crimson steht auf dem Schild. Ich hatte in einer Folge irgendwie was anderes gelesen und wir waren mal da unten. Ach, da komme ich gar nicht hin. Ich dachte, man kann da nochmal runter gucken, aber anscheinend ist es nicht so. So. Wären wir in der U-Bahn denn wieder... Kontrollpunkt, geil. Wären wir in der U-Bahn denn wieder... Besuch bekommen? Ich vermute mal, ja. The Chapel. Mhm. Bald im Kino. Also jetzt sieht das Spiel wieder voll geil aus, wenn man das mal so sagen darf, ja. Das sieht schon total hübsch aus. Ich dachte, man kann da nochmal runtergucken, aber anscheinend ist dem nicht so. Ja, ich gehe ja schon weiter. Und, ich erinnere mich nur an die U-Bahn-Folge. 57? 56? 58? Mit den scheiß explodierenden Bolzen? Boah, ist das fies. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. You. Ich. Ich? Wieso ich? Ja, ich. Und jetzt? Gibt's hier was zu sammeln? Wieso? Wirst. Lass mich raten. Sterben. Du wirst sterben. Ich kann mich auch gerade nicht schneller bewegen, also es ist wahrscheinlich so gewollt. Leiden. Okay, sterben wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Ich glaube, wir sind in der Anstalt. Und zwar kamen wir... Ich verkriech mich jetzt hier. Ihr könnt mich nicht sehen. Ja, ihr seht mich alle nicht. Ich habe euch nichts getan. Ja. So, die Türen kennen wir. Da drin ist nämlich diese besagte Maschine, wenn es diese Tür ist. Die sieht nämlich verdammt danach aus. Wir sind sehr gut ausgerüstet. Auf jeden Fall sind wir sehr gut ausgerüstet. Ich weiß gar nicht, was einige Leute haben. So. Wir haben 4 Teile. Wir werden mal ein wenig erstellen. Ein Explosionsball balzen. Und das war's dann auch wieder. Ja. Und,
Ja, ansonsten haben wir eigentlich, wir haben noch Frostbolzen, wir haben elektrische Explosions, haben wir drei, glaube ich. Ja, wir haben noch einen Giftbolzen und noch zwei Brandbolzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber was so die anderen Munitionsarten angeht, das fehlt uns wirklich da was. Das, naja. Ja, das ist der Raum und Ruvik steht da. Hallo, Kuckuck. Na, du kleiner Mann. Wie er da rumsteht, er könnte uns jetzt einfach so töten. Aber nein, er lässt uns leiden, hat er gesagt. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Hä? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Willst du jetzt Mitleid von mir? Das scheint sein Gehirn zu sein, aber... Oh, das kennen wir ja schon. Oh, geh weg! Geh doch weg, geh weg, 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 weg. Weg. So, geh weg, geh weg. Ciao. So. Das kennen wir ja schon mal, das haben wir schon mal gemacht. Überlebt. Ja, super. Kapitel 14. Speichern wir mal. Annehmen. So. Ja, der Professor steckt doch tiefer drin, als wir dachten. In dem ganzen Gedöns. Und, ja, wollte Ruvik quasi auch so ein bisschen unter Druck setzen. Und spielt doch eine sehr, sehr große Rolle, was das angeht. Ladies. Faltig sind sie. Bock auf ein Date? Mhm. Da bin ich immer gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob das die Realität ist, ob wir da gerade sitzen, aber wieso kam denn Basti auf uns zu und wer waren wir da in der Wanne? Fragen über Fragen, die wir alle in der nächsten Episode beantworten werden und dann solltet ihr wieder einschalten. Macht's gut. Tschüss.